Herzlich willkommen zur neuen Folge von Karte Yvonne Thüringen. Wir müssen ihn doch entsprechend zum Hof fahren und entleeren. Abladen funktioniert nicht. Aber ja, keine Panik, wir sind noch in dunkler Zeit. Wir werden jetzt während der Ernte auf 1 fahren. Wenn jetzt die Ernte funktionieren sollte, noch ist es nass, denke ich mal. Die Sonne muss etwas höher kommen. Das bereiten wir weiter vor. Dass die Sonnenblumen auch gleich reif sind, haben wir noch nicht gedacht. Also rein optisch gesehen sind sie schon reif. Aber mal sehen, das auch stimmt, was er mir erzählt. Dass hier noch kalt drin ist, ist ein bisschen ungünstig, weil wir wollen ja entsprechend die erste mitfahren, das funktioniert dann nicht. Aber den machen wir da schnell leer, kein Thema. Muss ja, ne? So hier auch schon, sieht auch schon reif aus. Naja gut, kein Problem. Normalerweise 3 Tage erntefähig machbar, also wir könnten auch noch morgen ernten. Also, aber ich möchte ja eigentlich jetzt noch Gras aussehen, ne? Dass der andere entsprechend nach 3 Tagen oder 4 Tagen noch mal mähen können. Also im Prinzip Ende Herbst komplett alle Wiesen mähen und die Ballen kann man auch hinterher, also die Ballen hinterher, das muss man nebenbei machen, weil im Prinzip dann nachher. Anführung ist auch Kalk. Dann nehmen wir das mal auf gleich, weil wir ja Blödsinn und liegen lassen hier. Steht ja nur im Weg, ne? Wenn das aufnimmt, ist okay. Dann haben wir nämlich hinten auch entsorgt, in Anführungszeichen, aufgeräumt. Dann fahren wir zum Richtung Silo. Da können wir nämlich reinfüllen. Da ist der Kalk nämlich im Silo drin, das passt nämlich. Ey. Den will ich nicht entsorgen, aber wir brauchen den Platz für Gerste. So. Rohr wieder einfahren. Jetzt können wir zurückfahren. Das war ja so nicht geplant. Tank ist voll, ja. Und dann an der Tankstelle vorbeifahren. Müssen wir mehr Licht anmachen? Ja, nö. Ein Traktor könnte man anmachen, ne? Später Sommer haben wir jetzt. Also hier merkt man schon, dass wir im Prinzip eine Woche früher angefangen haben. Oder zwei. Mit wo Season rauskam. Da die Marsch nicht funktioniert hatte. Aber das wurde relativ zügig gemacht. Weil man den Grund auch mal finden musste. Klingt nur so verrückt, aber es ist nicht so einfach, wenn man Nadelheuer auf den sucht. Ne? So, jetzt geht es zum Feld Nummer 49, 48. Die beiden Felder sind der Gerste. Und die wollen wir jetzt hier locker und hocker schön Lager fahren. Ja, schön. Ja, mal sehen, ob wir so weit kommen, ne?
verkaufen auf jeden Fall. Weil das ja eigentlich ein Muss. So, Anzeige wird man so feucht. Ja. Da können wir den auch hier stehen lassen. Straße. Kurz Anzeige machen hier. Prüfen. Ja, steht dran im Wachstum. Ist optisch schon reif, aber im Wachstum. 83%. Und ist so feucht. Im Wachstum. Gedüngt. Im Wachstum. Ja, aber so, dann laufen wir mal ganz schnell rüber zum Rapsfeld und hier mal auch mal schauen gleich. Im Wachstum. Ja, sogar länger zurück. Von der Zeit her. Mit Anzeige gehen wir lange laufen. Ah. Hier, wie ist das aus? Im Wachstum steht auch noch da. Ja, so wie Raps, so wie Gerste. Dann flitzen wir zum Drescher und bereiten alles vor. Man, die Ernte wird so nicht laufen, ist schon nass. Ein bisschen ungünstig, dass er schon die Anzeige auf schon reif aussieht im Prinzip, ne? So, das passt. Anhängen. Vorbereiten das alles heute. Klappen wir gleich ein. Aufsteigen nicht. Dann stellen wir. Wir können ja probieren, aber ich glaube nicht, dass es geht. Weil das meckert nämlich gleich, entweder zu nass oder noch nicht reif. Wenn nicht reif ist, dann geht nichts. Das ist ja nicht, wenn die Reifen drin zu nass sind. Ja. Ah, geht sowieso nicht. Böser Junge. Das heißt, auf gut Deutsch, wir müssen noch warten. Leider. So. Was sagt die Uhrzeit? 15. Wir werden mal die Zeit beschleunigen. Nutzt ja auch nichts. Also wir haben nichts zu tun. Ja, schönen Drescher haben wir auch. Und wir können auch programmieren. Ah,
Börsenkurs 2 auf die 60. Einer reicht. Reich. So, zurück. Den lassen wir links fahren. Den haben wir rechts fahren, den Kurs im Kopieren. So, das ist Folge Nummer. Das ist ungünstig. Weil wir wahrscheinlich gleich noch eine Folge machen von nächste Woche, übernächste Woche, damit wir das um 1 durchkriegen. Eine Führung. Ackermodus. Feldmodus rechts passt. Im Wachstum, naja, gedüngt. Im Kolles hat nichts da, passt. Fall die Wirkung vom Gift vom letzten Jahr. Programmieren wir nächstes Mal auch noch gleich. Solange dieses Feuchtigkeitssymbol steht, werden wir da nichts machen können. Aber wir werden mal die Drescher vorprogrammieren. So. Kursgenerierung, Feldnummer 49. Eine, zwei Fahrzeuge. Zwei Runden, ne? Hm, Uhrzeigersinn. Ja, ja, Uhrzeigersinn. Durch links. Den nächsten aktivieren. Aber wird dann noch ein bisschen wärmer. Ackermodus hier, Feldmodus. Kurs kopieren. 13 Meter, 15 Meter. Das muss ganz dicht dran sein. So. Genau. Den nehmen wir jetzt rechts. Das wäre jetzt trocken. Aber nicht reif. Im Wachstum. Laut Anzeige. Tja, wie lange dauert das noch? Den ganzen Tag? Das weiß ich nicht. So, Uhrzeit 10. Dann würde ich sagen, machen wir einen Cut und so. Oder? Trocken Glück wärst. Das muss gelb werden. Erst nächsten Tag zeigen. Okay, wir machen kurz einen Cut. Bis gleich. So, jetzt sind die Folge fort. Ist nun reif. Leider fast den ganzen Tag gebraucht. Aber nun können wir loslegen mit Weizen, Raps und Weizen. Die Sonnenblumen brauchen noch ein bisschen, aber das ist egal. Entscheidend ist, dass wir die ersten beiden drei Felder anfangen können. Und zwar werden wir gleich
Außenansicht machen, damit es so wackelt hier. Und dann ersten Punkt. Links, ne? Links, ja genau. Wir werden mal ganz kurz den laufen lassen, den ersten Meter. Stroh werden wir kalt einfahren, das mir lohnt sich schlichtweg nicht. Wir werden hier mal den ersten Meter fahren. Mal lassen fahren. Mal beeilen. Bei vier Fahrzeugen hatte ich gesagt, okay, Pause. In Pause geht. Na, sieh. Das ist nicht meine Art, nachts zu arbeiten, aber wir haben ein bisschen eilig. Glatte wieder einklappen, ja. Kurs, hat er angezeigt, 2. Hoffen wir mal. Gut, die ersten beiden Fahrzeuge fahren. Speicher das mal gut. Beginnen wir hier auch gleich mal. Na. C, mal mit Licht machen. Verkehrten drinne. Verkehrte Seite. Auch gleich Licht. So, links. Aber steht nicht im Weg. Rechts passt. Wir versuchen die Ernte natürlich jetzt in den vorderen heute Morgen zu schaffen. Beide Zeitrechnung von beiden. Ja, eher nicht, aber mal schauen. Jetzt werden wir uns in der Überladerwagen auch nicht durchstarten, da müssen wir voll machen. Beziehungsweise Gerst ist schon voll. Einsteigen. Wo habe ich den gelassen? Das ist eigentlich ein Hof. Da hinten ist er noch. Ah, da ist er. Ah. Hätte ich eigentlich den Großen hier nehmen sollen. Na, nun ist egal. So, muss dann laden werden, geht schon früh los. Der eine macht mit Stroh und ohne, ist egal. Stroh werden wir kein ernten, da werden wir halt unterflügen. Ich will jetzt nicht stoppen, das ist mir so blöd. Anführungszeichen, weil. So hat er schön. Habe ich Verband aktiviert? Ich glaube nicht. Das heißt, ich werde mal ganz schnell. Wieso ist der ja so?
Ach, weil der ist rausgefahren. Ach so, okay. Okay, Verband. Ferner. Das aktiviert. Fast. Okay. Der hätte normalerweise weiter rechts fahren müssen. Gut, schauen wir mal an, wie der funktioniert. Nachts um 3 ernten wir. Ah ja. Wissen wir ja, ne? Aber das macht keinen Sinn, erstmal den ersten. Weil ist er auch vorgefahren. Weiß ich nicht genau. Ein bisschen zurückfahren. Das ist jetzt die aktuelle Kursversion von gestern. Aktuell ist gut, ne? Aber ich denke mal, das ist aktuell. Sind wir auch zurückgefahren. Es kann sein, dass er so passt, weil der andere entsprechend rausgefahren ist. Oh. Nicht durch die Frucht. Nein. Gehen hier anders. Nicht schön, aber gut aus. Ja, das ist komisch. Weil. Dann müsst ihr ja eigentlich weiter rechts fahren, ne? Ach, das ist so, weil der andere vorgefahren ist. Ach so, okay, das passt eh. Aber wird gleich voll sein. Raps ist auch gleich voll. Und gleich kontrollieren, ob die beiden auch Verband eingestellt ist. So. Ich dachte schon, jetzt hält er nicht an. Das ist jetzt ungünstig. Beziehungsweise, ja, gut, wie anders. Macht's leichter, wenn er steht. Also wir haben dann nur leider zwei Fahrzeuge, so machen nicht nur einen. Dann müssen wir mal einspringen. Na gut. Müssen wir laufen. So, guck mal hier rechts. Anhalten. Na gut, das ist mir egal, lass mal fahren. Wir sind beide voll. Nehmen wir die Dach. Wild auf los und ja, dunkel wie genau. So, liebe Freunde, das soll es für heute die Folge gewesen sein. Dann seid mal tschüss und winke winke. Ciao, ciao. Mal sehen wir uns mal wieder. Dann tschüssi.